Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ganz gut, würde ich sagen. Also die Jungs, die haben es mir wirklich einfach gemacht, mich schnell in die Mannschaft integrieren zu können. Und ja, das Umfeld auch hier drumherum, das sind alles gute Menschen, mit denen man auch gern zusammen ist. Und von daher kann ich nur Positives berichten. Ja, jetzt im großen Maße noch nicht. Dafür, glaube ich, ist die Zeit auch noch einfach zu kurz gewesen. Ich war ja auch anfangs nur im Hotel. Und natürlich habe ich ein bisschen schon was gesehen, auch wenn wir jetzt zwei Einheiten hatten. Mit den Jungs waren wir dann essen, typischerweise im Vapiano. ja, ansonsten einfach mal ein bisschen die Innenstadt begutachtet. Und ein bisschen habe ich schon mitbekommen, aber ich denke, da werde ich auf jeden Fall noch was nachholen. Da habe ich eine lange, lange Liste, die kann ich gar nicht aufzählen. Ich mache viel, gerne mache ich einiges noch neben dem Fußball. Ich glaube, die meisten Fans wissen das ja schon, dass ich auch einen eigenen Blog habe, den ich länger auch nicht mehr gepflegt hatte, aber dann auch mit dem Wechsel dann wieder angefangen habe. Ich lese sehr gerne. Also mein Kindle ist mein ständiger Begleiter. Was mache ich noch gerne? Technologie ist auch so mein Ding. Also gerade disruptive Technologien. Ich sag mal, ich finde es auch sehr interessant, einfach Unternehmensgeschichten zu erfahren, zu lesen. Ja, und dann natürlich, ist ja auch kein Geheimnis, ich bin ein gläubiger Mensch. Die Bibel ist mein täglich Brot und ja, der Glaube ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Hab schon mal gesagt, auch in einem Interview, ich würde das so nicht bezeichnen. Bei mir ist es, ich glaube, jeder Fußballer, der hat noch andere Interessen, hat noch andere Hobbys. Es ist, ich glaube, da bin ich keine Ausnahme, nur bei mir ist es halt so, dass es einfach anders wahrgenommen wird. So würde ich es bezeichnen. Auch von der Öffentlichkeit her und man schreibt dann darüber und das ist dann vielleicht auch mal ungewöhnlich. Ich glaube aber auch, dass viele dann auch noch im Klischee-Denken gefangen sind. Man hört Fußballer und man verbindet das sofort mit dicken Autos, mit Party, mit einem überschwänglichen Lifestyle, was irgendwo vielleicht auch stimmt, aber das ist nicht alles. Und deswegen würde ich eher sagen, nein, ich bin ein ganz normaler Fußballer, der halt noch andere Interessen hat. Es ist neu und bekannt. Ja, man merkt einfach schon, wenn du so lange raus gewesen bist, ich glaube 538 Tage, genau genommen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Na, absolut. Und auch jetzt konnte ich innerhalb eines kurzen Zeitraums relativ viele Spiele machen, auch viele Spielminuten gekommen. Und du merkst einfach, dass dein Körper schon sehr stark damit arbeitet. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon bei 100% bin, aber ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Das schon. Es braucht halt einfach auch diesen Rhythmus, diese Intensität, um dann halt einfach auch dieses Level erreichen zu können. Ich denke, das ist vollkommen normal, aber ich denke, dass ich da auf einem guten Weg bin. Das hoffe ich mal ganz stark, ne? Aber ich muss schon sagen, nach dem ersten Spiel, das war schon, wow, fand ich echt richtig, richtig gut, wie die Fans da mitgegangen sind. Und ich glaube, dass das gegen St. Pauli auch nochmal einen extra Push geben kann und auch geben wird. Und so wie ich die Fans bis dato kennengelernt habe, glaube ich schon, dass die genauso heiß sind wie wir, dieses Spiel dann auch am Sonntag zu gewinnen. Ich meine, es ist ein sehr, sehr heißes und sehr, sehr wichtiges Spiel. Und ich glaube, da brauchst du jede Kraft, jede Unterstützung, die du bekommen kannst. Ja, die werden mit einer breiten Brust hier auftreten. Ist ja auch normal. Wäre bei uns, glaube ich, genauso. Ich denke, dass es für uns einfach wichtig sein wird, von Anfang an zu zeigen, wer im Haus ist. Versuchen, den Schneid abzukaufen, ein bisschen in den Zweikämpfen zu sein, eine läuferische Leistung abzuliefern und darüber hinaus dann auch natürlich unsere spielerischen Komponenten dann mit ins Spiel einfließen zu lassen. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass wir gar nicht zulassen, dass St. Pauli ihr Spiel auch entfalten kann. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ist ein anderes Spiel gewesen, es ist ein Auswärtsspiel gewesen, es ist Union Berlin gewesen, die es meiner Meinung nach auch nicht schlecht gemacht hat, das muss man einfach zugeben. Gerade im Spielaufbau, wo ich sage, ja, die waren halt auch dann in den zweiten Bällen vielleicht wacher als wir. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, das müssen wir am Sonntag auf jeden Fall anders machen. Also die Bälle, die dann abgefangen werden, die runterfallen im Mittelfeld oder vorne, dass sie dann halt uns gehören und nicht dem Gegner. Und dass wir dadurch dann halt das Spiel auch wieder machen können, um dadurch halt einfach das Spiel an uns zu reißen. Und klar, eine Marschroute dann vorgeben zu können, wie sich das Spiel dann auch entfaltet. Also das würde ich als einen Punkt sehen, wo ich sage, hey, im Vergleich zum Unionsspiel, gerade die zweiten Bälle. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.